Wir haben heute eine gute Botschaft. Wir haben seit gestern Abend ein Tarifergebnis. Wir haben einen neuen Tarifvertrag Zukunft. Was regelt der Tarifvertrag Zukunft? Dieser Tarifvertrag regelt im Wesentlichen, wir haben für 6 Jahre Beschäftigungssicherung und sollten bis dahin Projekte noch nicht abgeschlossen sein und Kolleginnen und Kollegen damit noch in der Luft hängen, dann gilt auch für Sie für darüber hinaus Beschäftigungssicherung. Und der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt die notwendigen Investitionen in unsere Anlagen. Man hat in der Vergangenheit den Stahlbereich stiefmütterlich behandelt und nicht genügend ausreichend investiert. Und das hat sich auch in den Geschäften leider deutlich gemacht. So geht es auch nicht mehr weiter. Wir haben einen massiven Umbau und Investitionszusagen gefordert und die sind jetzt gekommen und das haben wir in den Tarifvertrag fest reingeschrieben. Welche Investitionen sind geplant? Also erstmal muss man sagen, wie hoch sind die Investitionen? Die sind enorm hoch, gigantisch hoch. Das ist die größte Investition in der Geschichte des Stahlbereichs in Deutschland, die wir jemals hatten. Was wir wollten, war ein Produktionsnetzwerk für den Stahl bauen. Das heißt, wir wollten auch alle anderen Standorte mit absichern, soweit es geht. Und wir haben jetzt festgeschrieben, dass die Investitionen so kommen, dass Duisburg gestärkt wird, dass die anderen Standorte gestärkt werden, dass wir Bochum als Stahlstandort erhalten können. Ja, das ist etwas, wo ich mich riesig drüber freue. Das ist ein gutes Signal für die Bochumer Kolleginnen und Kollegen. Es ist aber auch ein gutes Signal für die gebeutelte Stadt Bochum. Das Kompetenzzentrum heißt, dass dort alles gebündelt wird, was das Thema Elektromobilität angeht. Das ist das Zukunftsthema. Damit haben wir auch diesen Standort nachhaltig abgesichert. Werden sinnvolle Investitionen sichergestellt? Die gesamten Investitionen haben wir festgeschrieben. Wir haben die Projekte festgeschrieben, wir haben die Zeitpunkte festgeschrieben. Dazu haben wir ein vierteljährliches Controlling, das wir überprüfen, ob das auch alles wirklich so kommt. Weil uns ist wichtig, dass verbunden mit der neuen Technologie, mit den Investitionen auch wirklich Zukunft geschaffen wird. Wie geht es mit Grubblech weiter? Die bitterste Pille, die wir wirklich schlucken mussten, ist, dass wir für Grubblech nicht eine solche Sicherheit als Standort schaffen konnten, wie für die anderen Standorte. Wir haben jetzt Folgendes vereinbart, dass ein transparenter, nachvollziehbarer Verkaufsprozess gestartet wird, mit Beteiligung der Mitbestimmung, also Betriebsräte IG Metall, um einen zukünftigen Käufer zu suchen. Wenn das alles nichts wird, haben wir auf jeden Fall mit dem Tarifvertrag dafür sichergestellt, dass kein Beschäftigter ins Berglose fällt. Sie werden alle unter dem Schutz des Tarifvertrages und des Interessenausgleichs und Sozialplanes hier mit runterkommen. Wird es auch Personalabbau geben? ThyssenKrupp, muss man ja ehrlich sagen, ist ein kranker Patient. Und dieser Tarifvertrag ist die Medizin, damit der kranke Patient wieder gesund wird. Zu der Medizin gehört einmal die Investitionen und die Beschäftigungssicherung, aber auch eine Anpassung bei dem Thema Personal. Und in den nächsten 6 Jahren müssen wir 3.000 Stellen abbauen. Aber das wird sozialverträglich erfolgen. Wir nutzen alle Möglichkeiten mit dem Thema rentennahe Jahrgänge, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die nah an der Rente sind, sehr sozialverträglich aus dem Unternehmen rauskriegen. Da haben wir viele Möglichkeiten in den nächsten 6 Jahren. Und das ist am Ende die gute Nachricht. Keiner muss zwanghaft dieses Unternehmen verlassen. Was wurde zum Thema Ausbildung geregelt? Der Punkt ist uns enorm wichtig. Wir haben ja große Ausbildungskapazitäten. Wenn man hier die Beschäftigtenanzahl reduziert, dann kommt man ja schnell auf die dummen Gedanken nach dem Motto, wir werden mal die Ausbildungszahlen auch reduzieren. Da konnten wir uns durchsetzen. Wir sind sehr froh, dass wir die Ausbildung auf dem jetzigen Niveau halten können und auch die Übernahmeregelung auf dem jetzigen Niveau halten können. Damit gibt es auch für junge Menschen eine Perspektive bei ThyssenKrupp. Das war für uns wichtig, wenn man Zukunft gestalten will. Und was wird mit dem Urlaubsgeld? Der Arbeitgeber hatte ja Botschaften gesendet nach dem Motto, die Belegschaft, den wollen wir nochmal in die Tasche greifen. Die wollten ja das Urlaubsgeld 1.000 Euro wegnehmen. Dann wollten die von den ATs diese 6 zusätzlichen Tage einkassieren. Das konnten wir verhindern.
die diese zusätzliche Urlaubsbeitrag von 1.000 Euro, das bleibt. Wir wandeln das dieses Jahr nur um in Tage. Das werden 5 Tage sein für alle. Und das stellt zum Beispiel sicher, dass wenn wir in die Kurzarbeit kommen, was der Fall sein wird, dass dadurch die Kurzarbeit reduziert wird. Und für die ATs selbstverständlich die 6 Tage bleiben. Spielt auch Corona eine Rolle im Tarifvertrag? Wenn man den kranken Patienten ThyssenKrupp hat und dann kommt noch mal so eine bedrohliche Krankheit wie Corona drauf, dann muss man reagieren. Uns war es aber wichtig, die Themen nicht zu vermischen. Wir haben einmal das Thema Tarifvertrag Zukunft, der ist unabhängig von Corona abgesichert. Andererseits haben wir eine Kurzfristmaßnahme, jetzt mit Corona. Wir haben jetzt gestern verabredet und vereinbart, dass wir für diejenigen, die in Kurzarbeit gehen, eine mindestens 80-prozentige Gehaltssicherung garantieren können. Und wir haben zusätzlich für diejenigen, die durch die Wahlarbeitszeit die Arbeitszeit reduziert haben, eine Aufstockung vorgesehen. Und was uns auch wichtig war, die Corona-Krise dürfen nicht nur die Kolleginnen und Kollegen am Hochofen bezahlen. Diese Corona-Krise muss von allen getragen werden. Und deshalb haben wir auch vereinbart, dass es einen gleichwertigen Beitrag auch vom Management gibt, vom leitenden Angestellten bis zum Vorstand. Alle müssen gemeinsam diese Krise letztlich auch meistern und letztlich auch mitfinanzieren. Hat der Stahl bei ThyssenKrupp Zukunft? Absolut. Das ist auch deutlich zu sehen anhand des Tarifvertrages mit den weitreichenden Zusagen und mit den weitreichenden großen Investitionszusagen. Die Investitionen, die Sicherheit für die Menschen. Das ist Schritt 1. Damit hat Stahl bei ThyssenKrupp wieder eine hervorragende Zukunft. Wir haben den ersten Schritt gemacht. Der zweite Schritt ist, wir müssen hin zum grünen Stahl. Und das ist das, wo wir jetzt mit Kraft dran arbeiten werden, weil wir wollen am Ende nicht nur Sicherheit für 6 Jahre, wir wollen auch in 20 Jahren noch eine gute Stahlproduktion in Deutschland haben.